Hallo und herzlich willkommen zu Eventchick. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr eine Event-Website machen könnt. Für das gehen wir gerade rein. Ich bin hier auf dem Dashboard von einem fiktiven Sommerfest. Und als erstes ist es wichtig, dass ihr hier gerade so ein bisschen eure Event-Parameter einstellt. So ein bisschen die wichtigsten. Das Wichtigste ist beispielsweise ein emotionales Bild für das Event. Und nachher könnt ihr als erstes Hauptfarbe auswählen. Die Hauptfarbe ist so die, wo die Links angezeigt werden damit, wo Titel angezeigt werden damit, wo Buttons angezeigt werden. Die Hauptfarbe übernimmt es im Standard von der Farbe, die ihr in der Organisation eingestellt habt. Ihr könnt das aber für jedes Event auch anpassen, ändern. Ich kann jetzt hier mal auf ein Blau gehen. Genau. Dann könnt ihr hier noch die Hintergrundfarbe bestimmen. Standardmäßig ist die auch von der Organisation übernommen, also das FFF, das wäre ein Weiss, wie ihr da seht. Ich lade das jetzt mal so und gebe dann eine Kontaktperson an. So. Ich tue das speichern. Ihr seht, das hat alles übernommen. Und jetzt habe ich da unten der Link zu dieser Event-Website. Wenn ich da drauf klicke, dann wird das jetzt neu generiert. So, gerade schnell schauen. Ich glaube, ich muss dann nochmal neu laden. Wir müssen nochmal aufrufen. Was nicht gestimmt hat, sind die Farben. So, jetzt ist die Farbe übernommen. Ihr seht, das ist alles das Violett, das ich vorhin gewählt habe. Ich könnte auch hingehen und sagen, ich mache das noch etwas heller, weil ich im Hintergrund schwarz haben. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht daneben klicke. So, 000 ist schwarz. Ich tue das speichern. Es soll auch das Moment gehen, bis das hier übernommen wird. Ich tue da auch nochmal neu laden. Ich tue da nochmal neu laden. So, jetzt hat es übernommen. Jetzt sehe ich natürlich da das Violett, das ich jetzt da gewechselt habe, das ist sehr schwierig im Kontrast. Da müsste ich dann unbedingt nochmal angehen und da ein helleres Violett nehmen. Oder dann eben die Farbe aufs, die Hintergrundfarbe auf Weiss wechseln. Das machen wir jetzt gerade mal. Ein weiteres Element, das ihr zur Verfügung habt, sind Dokumente. Und zwar werden die öffentlichen Dokumente direkt auf eurer Event-Website angezeigt. Darum gehe ich jetzt mal da rein und tue da irgendwie zwei Dokumente, probiere ich da schnell aufzuladen. Das erste. Und das zweite tun wir auch noch aufladen. Ich kann den Namen von diesen Dokumenten anpassen. So, wie es mir gefällt. Dann tue ich auch wieder speichern. Ich sehe jetzt hier, die beiden Dokumente hat es aufgeladen. Ich gehe jetzt auch hier wieder in die Website rein. Die Dokumente sind da. Aber ich muss dann einmal neu laden, bevor es dann auch das neue Design anpasst. Genau. Jetzt haben wir da die beiden Dokumente, die ich vorhin aufgeladen habe, sind jetzt da auch schön angefügt. Das sind eigentlich Grundeinstellungen, die ich machen kann. Und jetzt kommen wir in die Website rein. Für das habe ich hier auf Website bearbeiten geklickt. Und in der Website bearbeiten, da kann ich jetzt eigentlich den Inhalt von dieser Website ganz nach Belieben zusammensetzen. Ihr seht hier oben, das sind auch wieder Grundeinstellungen, da könnt ihr auch hier oben klicken. Habe ich da auch wieder Grundeinstellungen, könnt ihr die dann mal ändern, das wollte ich jetzt nicht. Und da fängt es an automatisch mit dem Eventbild, das habe ich vorhin schon aufgeladen, ich könnte es auch hier überspielen. Und jetzt kann ich eigentlich Inhalt dazu tun. Unser Sommerfest. Kommt und habt es lustig mit uns. Was auch immer ihr da schreiben wollt. Man hat auch so ein einfachere Möglichkeiten, um den Text zu editieren. Dann eine weitere Möglichkeit ist, dass ich einen Zwischentitel mache. So, ich füge hier einen Zwischentitel einfügen. Ich kann hingehen und kann sagen, jetzt will ich noch ein Bild aufladen.
Nehmen wir mal das Bild da. Schon vor 100 Jahren waren wir aktiv. So. Jetzt kann ich auch das Bild kann ich jetzt beispielsweise auch verschieben, indem ich einfach oben klicke. Oder? Ich könnte es ändern, indem ich hier bearbeiten klicke. Genau. Jetzt kommt da nochmal ein bisschen mehr Text dazu. Dieses Jahr feiern wir einen runden Geburtstag. So. Und was ich auch habe, ist so ein Element, dem sagen wir Artikel, Bild und Text. Eben ein Artikel besteht wirklich aus Bild und Text. Habe jetzt das Bild schon verwendet? Ja, das habe ich noch nicht verwendet. Das mal. Der Text steht unter dem Titel und neben dem Bild. Ich könnte das, den Artikel auch noch verlinken. Das mache ich jetzt hier nicht. Genau, da haben wir immer noch weitere Sachen, die wir können anhängen können. Beispielsweise, wenn ihr irgendein PDF habt, das ihr anhängen wollt. So, genau. Ihr könnt auch ein YouTube-Video anhängen. Bei YouTube ist es ganz wichtig, dass ihr dort nur die ID hinzufügt. Nein, ihr könnt sogar den ganzen Link. Also ihr seht da, wie es gemeint ist. Entweder tun ihr gerade den ganzen Link oder nur die ID da einfügen. Wenn ihr das macht, dann wird ein Video aufgeladen. Genau, wir können es ja gerade schnell ausprobieren. Suchen jetzt da irgendwie Helfereinsatz. So, da haben wir ein schönes Video. Dann jetzt da den Link kopieren, Ctrl Copy. Gang da Inhalt hinzufügen, YouTube. Dann da einfach den Link einfügen. Und jetzt wird das YouTube-Video einfügen. Und da hätte ich noch die Möglichkeit, um eine Bildergalerie hinzuzufügen. Da kann ich beliebig viele Fotos hinzufügen, was jetzt hier auflädt. Dann die speichern. So. Dann haben wir hier noch unsere Bildergalerie. Und das ist eigentlich die Art und Weise, wie ihr eure Event-Website zusammensetzen könnt. Wir schauen sie gerade mal an, wie sie jetzt aussieht. Vorher hat sie noch so ausgesehen. Jetzt soll ich neu laden. Jetzt immer beim ersten Mal neu laden, dauert es eine Weile, weil auch Bilder zugeschnitten werden etc. Darum müssen wir ihn jetzt hier schnell ein bisschen rechnen lassen. Wenn ihr dann das zweite oder das dritte Mal zugreift, dann wird es deutlich schneller gehen. Aber ich gehe davon aus, dass die Bilder, die ich aufgeladen habe, dass das eben sehr grosse Bilder sind. Und dass darum jetzt hier der Webserver gerade ein bisschen am Rechnen ist. So, voilà. Das sind jetzt bereits die Sachen, die wir aufgeladen haben, sind drin. Wir sehen, das Bild ist da, das könnt ihr auch vergrössern. Der Artikel ist da. Da haben wir ein PDF verlinkt. Das YouTube-Video ist natürlich auch da, funktioniert natürlich auch. Oder da die Bilder, die wir aufgeladen haben. Und so könnt ihr eigentlich eine ganze Seite zusammenstellen. Was automatisch dann kommt, sind die ganzen Event-Details, die da kommen. Und sobald ihr Anmeldungen erfasst habt, kommen die da unten an. Da kommt zuerst noch die Organisation, wer ihr seid. Im Moment habe ich da noch kein Bild aufgeladen, darum würde es dann dort auch noch mal ein bisschen schöner aussehen. Jetzt gibt es aber noch mal etwas, was ich euch zeigen wollte und was wichtig ist für die ganzen Event-Websites. Ihr habt hier eine Navigation und ihr könnt eine neue Unterseite erstellen, indem ihr einfach sagt, keine Ahnung, Teilnahme, Bedingungen oder so. Der Pfad, wie immer, den könnt ihr leer lassen, das System tut das selber bestimmen. Und jetzt kann ich hier auf Editieren, ich muss hier klicken. Und jetzt bin ich automatisch auf der Seite Teilnahmebedingungen und kann jetzt hier beispielsweise
bisschen Text hinzufügen. Hier können wir die Teilnahmebedingungen reinmachen. So, das Prinzip kennt ihr, das geht jetzt alles genau gleich. Ich wechsle jetzt da nochmal zu der Event-Website und was jetzt da passiert ist, die Teilnahmebedingungs-Website ist da auch in der Navigation jetzt drin. Und so kann ich mir jetzt eigentlich eine ganze Website zusammenklicken. Genau. Da hat ja die Möglichkeit, die Seite zu verschieben. Wenn es dann mehrere sind, kann ich so einfach die Seite in der Reihenfolge ändern. Wir können es ja gerade noch mal probieren. Was sagen wir da? Das OK als neue Seite. Jetzt ist die da an dritter Position. Ich kann sie einfach aufschieben, dann ist sie an zweiter Position. Dann da neu laden und sie nochmal anpassen und voilà. Jetzt ist da die OK-Seite auch drauf. Genau, das ist es zusammengefasst, wie ihr eine Website könnt bearbeiten. Wenn ich jetzt da wieder auf die Startseite will, klicke ich einfach da. Ich kann da die Navigation auch zutun. Und eben alle Content Items, also die Inhaltselemente da, die haben wir auf allen Seiten zur Verfügung. Das heisst also, wenn ich jetzt da auf Teilnahmebedingungsseite gehe, das sind genau die gleichen Bausteine, wo ihr eure Website könnt zusammenklicken. Genau, so machen wir eine Event-Website mit Evagic. Ich hoffe, das macht Spass so und bin ehrlich gesagt ganz gespannt darauf, wie eure Event-Websites dann aussehen. Und freue mich auf das, um die Websites anzuschauen. Viel Spass mit Evagic!